Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Wir haben die Arena geschafft, haben die letzte Runde gegen Whisper gekämpft und haben jetzt die Entscheidung, sie zu töten oder zu verschonen. Da wir unsere Freunde niemals töten werden, gehen wir raus. Zack. Das war's. Wir lassen uns doch nicht von einem Preis beeindrucken hier. Lady, das war reines Glück. Er ist nur ein... Das ist Donner. Und Lady Grey. Ihr ja. Der Held, von dem alle sprechen. Ich bin beeindruckt. Und das kommt nicht oft vor. Ach, wo sind meine Manieren? Ich bin Lady Grey, Bürgermeisterin von Bowerstone. Ihr scheint mir ein würdiger Mann zu sein. Besucht mich mal in meiner Villa in Nord Bowerstone. My Lady, würdet ihr doch nur... Donna, ich habe die Einwände satt. Ich bin eure Eifersucht leid. Euer Ruhm ist schon lang verblasst. Ihr solltet das endlich akzeptieren. Oh, ist das ein Riese. Wie ich sagte, oh Held, ich hoffe, ihr nehmt die Einladung an. Donna ist ein Riese. Gut, dann... Es ist nicht vorbei. Frisches Blut fließt wie jedes andere. Eures wird schon bald fließen. Was zur Hölle? Will er uns etwa bedrohen? Das war unglaublich. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, ich bin mal wieder still hier kurz. Ich führe euch durch die Heldenhalle zurück. Ihr verdient es ebenfalls, dort zu stehen. Ihr erinnert mich irgendwie an jemanden, der hier vor vielen Jahren gekämpft hat. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wer war das doch gleich? Scharlachrobe, genau. Schon von ihr gehört? Wahrscheinlich nicht, das war weit vor eurer Zeit. Da rechts seht ihr ihre Statue. Sie war die erste Heldin, die jemals Arena-Champion wurde. Die mit der Riesenaxt. Cool. Oh, was war das denn? Sie war eine edle Heldin. Genauso weichherzig wie ihr. Ihr Engagement hatte jedoch seinen Preis. Nach ihrem letzten Kampf war sie nicht mehr dieselbe. Sie lebt jetzt in Abgeschiedenheit, am Boden zerstört, weil sie einst ihre Familie nicht retten konnte. Trotzdem seid ihr hier. Ich wusste, dass ihr Sohn eines Tages kommen würde. Es liegt euch im Blut. Ist es unsere Mutter oder was? Schwester auch. Ja. Ihr solltet sie zu Mutter, mir bringen. Ich, kann mich erinnern. Ich brenne darauf, euch beide mit eurer Mutter zu vereinen. Denkt doch nur, wie glücklich es sie machen würde. Das war das wahre Gesicht seiner Mutter. Scharlachrobe, Töterin der Belverine. Einst war sie eine der grimmigsten Heldinnen Albions. Doch ihr großartigster Kampf war auch ihr letzter. Von einem Dutzend Belverine in einen Hinterhalt gelockt, tötete Scharlachrobe alle, um am Ende schwerst verwundet niederzusinken. Sie wäre dort gestorben, hätte nicht der freundliche, einfache Waldhüter Brom sie gefunden und gesund gepflegt. Sie heirateten und bekamen zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Scharlachrobes Tage des Tötens lagen für immer hinter ihr. Schon krass, so eine Heldin als Mutter. Wie ihr euch auch entscheidet, ihr habt das Champions-Siegel gewonnen. Weit und breit wird man euch als den Sieger der Arena erkennen und es wird euch Einlass nach Nord Bowerstone verschaffen. Verliert es nicht, es ist ziemlich wertvoll. Okay. Gut, dann haben wir das wohl überstanden hier. Wunderbar. Quest abgeschlossen. Wir haben das Champions-Siegel gewonnen und den Skorpion-Königin-Stachel. König-Stachel. Cool. Geile Scheiße. Sag ich da nur. Geile Scheiße. Was ist das? Hey, ihr da. Was willst du? Theresa möchte sich im Haus der Familie Grey mit euch treffen. Okay. Wo ist das denn? Das Haus der Familie. Ich kapiere es nicht. Egal. Gut, bevor wir hier jetzt weitermachen, gucke ich hier gleich nochmal nach unserer neuen Trophäe. Und zwar nehmen wir erstmal das Champion-Siegel.
gut und zeigen das allen hier. Wir wollen ja ein bisschen angeben mit unserem Sieg. Einmal hochhalten. Nochmal hochheben. Tja, selbst wenn du ein Held wärst, würdest du sie nicht gewinnen. Das schaff nur ich. Der Protagonist. Gut. 770, das nenne ich noch mal eine Zahl. Was haben wir noch? Trophäen? Da, Skorpionkönigstachel. Das ist unsere neueste hier. Zack. Das ist so wie mit Pokémon-Karten. Wir sammeln sie und geben damit an und werden damit immer bekannter, bis jeder mit uns tauschen möchte. So, du noch. 330 Bekanntheit. Sehr schön. Gut. Haben wir eine Quest am Laufen? Heldenstatus Quest. Aktuelle? Ah ja, hier. Erneute Suche nach Theresa. Dann suchen wir sie mal. Haus der Familie Gray. Das ist doch woanders. Ich glaube. Ah ja, da unten. Gehen wir nach Oakvale. Gut. Blöp. Ab nach Oakvale. Die will hier gerade klatschen. 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 Aber wir sind schon weg. Gut, verschwinden wir in diese Richtung hinaus. Und suchen wieder einmal nach unserer kleinen Schwester. Kleine Schwester. Ja, sie applaudieren uns zu. Sie zollen uns Tribut. So muss das sein. Da hinten ist eine Kiste. 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 Wir lieben Kisten. Yam, yam, yam. Saphir. Sehr schön. Gut. Wir müssten eigentlich auch ziemlich viel Geld haben. Glaube ich zumindest. Oh, und das sieht aber nicht so schön. Oh, und natürlich wird es wieder dunkel. Wie sollte es auch anders sein? Gray House. Ach, da ist sie. Schaut mal eine an. Du hast Messer Jack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargeldgefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Oh Mann. Was für ein Arschloch. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Das du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Ach, naja, ich bin nicht so gut im Bücherlesen. Ich könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Cool. Cool. Kraft ist toll. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Frag mich in einer Stunde nochmal. Gut, die Grabsteine sind relativ uninteressant, glaube ich. War hier nicht irgendwo was, wo man graben konnte? Irgendwo konnte man, glaube ich, etwas ausbuddeln. Egal. Egal, egal, egal. Das schauen wir ein anderes Mal. Gruselige Musik hier. Schauen wir mal, was hier drin abgeht. Tick, tock, tick, tock. Komische Geräusche. Oh mein Gott. Untote. Oder ein. Kommen da noch mehr? Och nee. So viel Un. Oh, natürlich. Gut, aber mit euch haben wir es ja schon mal aufgenommen in der Arena. Darum seid ihr keine Gegner für uns. Zack.
Hier können wir etwas Erfahrung sammeln. Es ist wohl so lang, bis der Balken... Boah. Bis der Balken hier voll ist. Alle tot. Sehr schön. Was ist das? Knock. Gut. Dann schnappen wir uns mal den Beutel hier. Ui, da war sogar was drin. Die Kiste machen wir auch noch auf und dann schauen wir mal, was an dem Grab dort passiert ist. Ein Rubin, ein Buch, eine Uhr. So, und an irgendeinem Grabstein hat's Knock gemacht. Was ist hier? Ich war vor euch am Ziel. Was will er uns damit sagen? Oh, George. So, was steht hier drauf? Lass mich raus. Gut, ich glaube, hier war das, oder? Na gut. Probieren wir es einfach mal. Gegenstände anderer Ribbon-Spaten benutzen. Und es funzt nicht. Ist klar. Ist klar. Gut, was soll's. Mie, mie. Gut, da hinten ist wieder so eine ekelhafte Fee. Mit der wir uns nicht unbedingt anlegen wollen. Dann gehen wir mal wieder zurück in die Heldengilde. Und schauen, was wir so neu aufskillen können an unserem Helden. Na komm, lad. Gut. Dup, 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 dup. Oh, wir können... Oh, wir haben einen Haufen Punkte hier. Körperbau. Werden wir etwas muskulöser. Okay. Zähigkeit. Machen wir etwas Zähigkeit noch. Damit wir mehr Angriffe einstecken können. Gut, Willenskraft möchte ich auch unbedingt nochmal machen. Und zwar hier. Göttlicher Zorn. Boah, das hat Punkte gekostet, mein lieber Mann. Fertigkeit, Zielgenauigkeit, List, das brauchen wir alles nicht. Gut. Tschuck, tschuck. Dann schauen wir uns mal um. Was hat der hier? Wir haben ja einen Haufen Geld mittlerweile hier zusammen. Wir könnten uns sogar das Meisterlangschwert kaufen. Was haben wir an Distanzwaffen? Meisterbogen. Hör auf zu nerven, Wicht. Will er uns etwa bedrohen? Rettet den Archäologen. Oh, wir haben hier was Neues. Durchbrecht eine Belagerung in Nordhold Glade. Das werden wir vielleicht als nächstes machen. Aber vorher werde ich hier mal den Part beenden. Aber mit einem schöneren Hintergrund. Es ist zwar dunkel, aber draußen sieht es bestimmt schöner aus. Ah, es ist noch nicht mal dunkel. Gut. Nehmen wir uns einen schönen Hintergrund hier. Dieser kleine Brunnen mit dem Vögelchen hier. Und hier beende ich mal den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Lightning SP.